Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario. Ich muss mich hier gerade verstecken, hier bin ich, weil ansonsten uns wieder die verrückte Mimi angreifen würde, von der wir am letzten Mal erfahren haben, dass sie in Wahrheit eine eklige Spinne ist oder so und dass sie für Graf Knickwitz arbeitet. Und jetzt dann wollen wir aber unbedingt Merle dann retten und dann auch gegen sie kämpfen, damit wieder mal einer Challenge. Und da ist sie, aber sie sieht mich nicht. Hoffe ich zumindest mal. Und sie geht wieder weg, okay. Gehen wir erstmal am besten hier aufs Klo, würde ich sagen. Ich kann es aber mal kurz zeigen, hier ist dann eben ein Superpilz drin, den ich aber nicht einsetzen darf, deswegen lassen wir den dann. So, gehen wir erstmal auf die Herrentoilette. Vielleicht ist ja da Merle, aus irgendwelchen Gründen. Mal schauen. So, das ist auch ganz cool, da wir jetzt dann hier auch dann reingehen können. Und da wir dann dort sogar auch, glaube ich, ganz witzige Sachen lesen können. Nämlich hier, genau. Kein Graffiti. Und was ist das? Trottel. Ach Gott, ey, so cool. Und hier? Ah, da ist sie übrigens wieder. Hier bitte nur Toilettenpapier und traurige Erinnerungen herunterspülen. Und dann noch hier. Ja, lass mich in Ruhe, bitte. Ich will das lesen. Ich liebe Kupla. Fast so sehr wie Basso. Lucky. Oder so. Okay. Ich werde dann gleich wieder abhauen, bitte. Lass mich in Ruhe. Okay. So. Und dann gehen wir auch noch auf die Damentoilette. Und ich kann schon mal verraten, dass wir dann dort jetzt auch gleich mehr die tatsächlich finden werden. An einem etwas unschönen Ort. Ich will ganz gerne aber hier erstmal, ohne die Kabinen zu öffnen, hier auch nochmal kurz lesen, was hier steht. Ziele für diesen Monat. Saubere Fingernägel und schuldenfrei. Okay. Mal gucken, ob die Person dann das erreichen wird. Dann hier. So, jetzt wünschst du dir, du hättest vorher nachgesehen. Der Klopapierdieb. Ja, das ist wirklich sehr ungünstig, wenn man da reinkommt ohne Klopapier, das ist wohl wahr. Ich muss mal kurz zurückwechseln, leider. Okay. Dann noch die vier will ich mir auch noch kurz angucken, dann die Kabinen gleich. Aber ich habe das Gefühl, dass dann gleich wieder wir Besuch kriegen werden. Aber noch ist alles gut. Soll mir recht sein. Weil ich nämlich noch, wie gesagt, auch die gerne lesen wollen würde, wenn es geht. Okay. Und ich möchte eben auch absichtlich die Kabinen nicht öffnen aktuell, aus einem bestimmten Grund. Ich liebe Basso, fast so sehr wie Lucky Kupla. Okay, das ist interessant. Voll das Liebesdreieck da zwischen denen. Weil da hat ja auch schon einer von den anderen dann auf der Herrentoilette was geschrieben, meine ich. So, hier ist kein Graffiti. Bei der Kabine hier. Das merken wir uns mal. Dann hier. Wasser sparen, Energie sparen, aber vor allem Rubine sparen. Wer hat das wohl geschrieben? Und dann hier. Dreimal spülen. Gesellschaft zum Kampf gegen Bakterien. Okay. So, zurückwechseln, dass ich keinen Schaden nehme. Genau. So, wir können die anderen noch... Ah ne, aber jetzt ist die Musik wieder normal. Gerade eben war doch die Musik böse, oder nicht? Keine Ahnung. Wir können die anderen auch alle öffnen, aber es gibt eben eine Kabine, wo kein Graffiti war, nämlich hier. Und da... Da ist sie. Sie wurde das Klo runtergespült oder so. Juhu, jehe. Hier bin ich, Merle. Die Leute kommen von nah und fern. Und helfen tue ich immer gern. Und sie hat noch eine Fliege an sich. Eklig. Die wahre Merle, wirklich? Hier? Mimi war zu stark für mich. So kam ich her, wie widerlich. Ich trug das reine Herz hinfort, verbarg's an einem stillen Ort. Jetzt seid ihr hier, oh welche Wonne. Und Mimi, die kommt in die Tonne. Jetzt schnappen wir uns dieses Gör. Ganz ohne Gnade. Echt, ich schwör. Oh, das glaube ich nicht. Oh nein. Mimi. Kein Reim. Mimi, 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 Mimi. Oh nein. Wer ist die echte? Ha, das bin ich doch nie. Jeder weiß, du bist Mimi. Auf geht's, Freunde, feste drauf. Zusammen halten wir sie auf. Was redest du, du falsches Stück? Sie betrügt, das ist ein Trick. Schlechter Reim. Einfach mein Gesicht zu klauen. Dafür gehört sie schlimm verhauen. Ich bin Merle, hey Jemine. W.O.W., ich bin Merle. Eine von uns ist echt, die andere schlecht. Ich bin Merle, hübsch und hold. Und du so falsch wie Katzengold. Lügen tust du wie gedruckt. Du gehörst echt angespuckt. So cool. Ach Mädels, hier ist endlich ein. Nicht jede kann ein Model sein. Ja, kreisch, kreisch. Oh Gott, ganz ruhig bleiben, bitte. Ganz ruhig bleiben, alles wird gut. Ist so cool, wie die sich einfach gegenseitig zanken, die beiden. Och Mann. Es nützt nichts, sich hier nur zu streiten. Wer echt ist, sollen sie entscheiden. So soll es geschehen. Dass du die Falsche bist, werden wir sehen. Oh, du weißt zu amüsieren. Jedoch wirst du verlieren. Sei doch still, du fieses Stück. Ich will mein Haus zurück. Bloß los. Live aus der Damentoilette. Die echteste Merle der Welt. Das ist so random einfach. Ich liebe es total. Und wir fangen gleich an. Du wirst den beiden Merles 5 Fragen stellen. Hör dir die Antworten genau an, denn am Ende musst du die echte Merle bestimmen. Aber das ist nicht alles. Willst du die falsche, dann geht es dir an den Kragen.
Also los, erste Frage. Okay, da können wir, dürfen wir jetzt dann eben einige Sachen über die beiden herausfinden und müssen dann anhand der Informationen daraus schließen, wer die echte ist und wer die falsche. So, aber wir dürfen insgesamt 5 Fragen stellen von diesen hier, von diesen insgesamt 10 Stück sind es, glaube ich, genau. Wir fangen mal an mit dem Geburtstag. Ich werde mal von oben nach unten erstmal durchgehen. Oh, ein Klassiker. Trommelwirbel bitte, wann hast du Geburtstag? Es war im Juni, der 8., an dem der Storch mich brachte. Ich kam im Mai, genau gesagt dem 5. herbei. Oh, sehr interessant. Und die nächste Frage. Okay, dann werde ich mal einfach weiterhin von oben nach unten durchgehen, weil ich plane nämlich eh, dass ich euch ganz gerne hier alle Antworten zeigen wollen würde. Ich werde dann einfach halt, nachdem ich 5 Fragen gestellt habe, dann schneiden, nochmal neu laden und dann euch auch die anderen 5 noch zeigen. Aber erstmal das Lieblingsessen. Oh, eine wichtige Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Ich habe am liebsten Fisch auf dem Tisch. Was Mandy am liebsten kaut, ist vom Pudding die Haut. Ist das so? Oh, haha. Zeit für die nächste Frage. Dein Typ? Auf die Antworten der nächsten Frage sind wir alle gespannt, nicht wahr, Jungs? Trommelwirbel bitte. Auf welchen Typen stehst du? Ich habe alle Wesen lieb. Es gibt keinen besonderen Typ. Schlechter Reim wieder mal. Das zu sagen wäre dumm. Sitzt da doch im Publikum. Okay, die hat einen Freund oder so. Wer hätte das gedacht? Nächste Frage bitte. Dein Lieblingstier? Oh, was für eine niedliche Frage. Was ist dein Lieblingstier? Ein kleines Bärchen, süß wie im Märchen. Eine Tarantel, groß wie eine Hantel. Und jetzt die letzte Frage. Oh, die Spannung. Welche wird es sein? Dein Lieblingsduft. Hoho, diese Frage ist jetzt etwas ungewöhnlich. Was ist dein Lieblingsduft? Der Duft frischer Luft. Ich schnuppere voller Genuss gerne auch mal einen Käsefuß. Okay, schlechter Reim und sehr, sehr weird das Ganze, aber na gut. Und damit wurden die 5 Fragen gestellt. Genau, und ich mache dann einen kurzen Schnitt und dann gleich sehen wir uns wieder bei den anderen 5 Fragen. So, da bin ich wieder. Aber ich will noch kurz eine Sache erwähnen, bevor wir dann gleich weitermachen, die es leider nicht in die deutsche Übersetzung geschafft hat, was ich sehr schade finde. Denn in den ersten beiden Teilen von Paper Mario gab es ja auch schon immer solche random Quizzes einfach. Und im allerersten Teil für Nintendo 64, da hat es gerade sein 64. Jubiläum gefeiert, was eben zum N64 sehr passend ist. Und dann in Paper Mario 2 gab es eben auch wieder so ein Quiz und das hatte dann da gerade das 65. Jubiläum. Und dann jetzt hier in Super Paper Mario hat es das 66. Aber das hat es eben, wie gesagt, leider nicht in die deutsche Übersetzung geschafft, im Englischen ist es nämlich so. Ob es im Japanischen auch so ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber im Englischen ist es auf jeden Fall so. Also ich glaube, dass im Deutschen, im ersten Teil, Paper Mario 4 Nintendo 64, dass es da auch noch so war, dass es da auch im Deutschen das 64. Jubiläum gefeiert hat. Aber dann eben in Paper Mario 2 nicht mehr das 65. und jetzt auch hier in Super Paper Mario nicht mehr das 66. Wollte ich eben nur kurz erwähnen. Ich finde es mich ein bisschen schade, weil ich es ganz cool finde, dass es halt so fortgesetzt wird dann, aber na gut. Jetzt dann auf jeden Fall zu den letzten 5 Fragen, und zwar Hobbys. Jetzt geht's um Freizeit. Welche Hobbys hast du? Kugeln aus Kristall sind genau mein Fall. Ich schaue mir im TV gern an, was Super Goomba alles kann. Oh, sehr interessant. Und die nächste Frage. So, dann, dein größter Wunsch? Das war eine großartige Frage. Dein größter Wunsch? Eine Kristallkugel, neuestes Modell, und zwar schnell. Ein Freund, der mich knuddelt. Tut er es nicht, wird er verbuddelt. Okay, alles klar. Dann dein Spitzname. Die nächste Frage beschwört vielleicht traumatische Erinnerungen herauf. Wie lautete dein Spitzname als Kind? Meine Klasse war gemein. Sie riefen mich das Warzenschwein. Das ist echt sehr fies. Ich trug's mit Fassung wie eine Eiche. Man nannte mich die Streberleiche. Ja, das ist auch nicht viel besser. Ehrlich gesagt. So, dann deine Lieblingsband. Die nächste Frage wird etwas musikalisch. Wer ist deine Lieblingsband? Mit Buhu und die Kettenhunde rockte ich so manche Runde. Singende Piranha-Pflanzen lassen mich vor Freude tanzen. Und jetzt die letzte Frage. So, die allerletzte. Und zwar dein Lebensmotto. Oho, jetzt wird es etwas persönlich. Wie lautet dein Lebensmotto? Reim dich oder ich fress dich. Reim dich oder ich fress dich. Okay, dieselbe Antwort. Interessant. Und damit wurden die 5 Fragen gestellt. Also, wer ist die echte Melly? Entscheidet euch! Das heißt, es gab da jetzt so ein paar Indizien, die einem das dann so ein bisschen verraten haben. Einerseits beim Hobby und beim Lieblingswunsch, glaube ich, hat ja die linke Melly
also die linke von den beiden, hat er da etwas mit einer Kristallkugel geantwortet. Und wir wissen ja schon, dass auch die echte Melly auch tatsächlich eine besitzt und dass sich auch dafür interessiert. Deswegen könnte es ja dann sein. Und was es noch eindeutiger macht, ist die Frage beim Lieblingstier. Denn beim Lieblingstier hat die rechte Tarantel geantwortet. Und eine Tarantel ist eine Spinne. Und Mimi ist auch eine Spinne, deswegen mag sie Taranteln so gerne. Und da kann man dann allein deswegen dann durch die Fragen eben schon dann drauf kommen. Die anderen Fragen haben jetzt nicht so wirklich viel hergegeben, wie ich finde. Aber das eigentlich sogar eindeutigste Indiz kriegt man gar nicht aus den Fragen, sondern einfach nur das Hinsehen. Denn die beiden Melis hier unterscheiden sich. Denn bei der linken haben wir noch einen so komischen Punkt, der da umherfliegt, nämlich noch eine Fliege. Weil die ja erst frisch aus der Toilette wieder rauskam quasi. Und deswegen ist dann das hier auf jeden Fall die echte. Aber noch eine weitere Sache will ich kurz erwähnen. Es ist nämlich völlig egal, was man hier antwortet. Und die richtige oder die falsche. Man kriegt bei der richtigen weder eine Belohnung, noch kriegt man bei der falschen eine Bestrafung. Es ist völlig wurscht, was man antwortet. Aber ich nehme mal die echte. Ganz sicher. Denk gut darüber nach. Ja. Die Spannung ist unerträglich. Habt ihr die richtige Wahl getroffen? Ein Schicksalsmoment. Oh, ist das spannend. Richtig! Ding, ding, ding! Mimis Plan, der ging daneben. Es kann nur eine Melly geben. Das war nur Glück. Ich war perfekt als Melly. Du warst ziemlich gut, das muss ich schon zugeben. Ich gratuliere euch, indem ich euch zu Konfetti verarbeite. Oh nein, nicht das wieder. War das so eklig? Die Geräusche auch. So, ihre wahre Form wieder. Irks. So, Melly haut erstmal ab. Ich feuere euch von draußen an. Los jetzt, Leute, mutig ran. Hoho, haha, und cha-cha-cha. Hau ihr aufs Knie, wenn sie eins hat. Hihi. Okay. Sie ist schnell. Was soll's? Dann mache ich euch zuerst fertig. Mimi. So, dann jetzt nochmal scannen. Mimi, die etwas kindische Formwanderin des Grafen. Maximale KP, keine Ahnung, und Angriff 1. Attackiere ihren Kopf. Wird sie getroffen, hält sie kurz inne. Nutze diesen Moment für einen Angriff. Manchmal klebt sie auch an der Decke und bewirft dich mit Rubinen. So. Wir können ja noch immer keinen Schaden machen, aber jetzt schon. Denn jetzt hat der Merle den Zauber weggenommen. Wenn ich übrigens versuche zu gehen, steht Folgendes dran. Die Tür ist fest von außen verschlossen. Aber von wem? Von Merle? Sie hat die Tür abgeschlossen. Genau, super. Und sie feuert uns an. So, dann kommen wir also auch gleich zur Challenge. Denn die Challenge ist die folgende, dass ich hier Wurfowitz benutzen sollte. Denn dass ich Merle nur mit ihren eigenen Rubinen Schaden machen darf. Und das wird jetzt auch nicht so einfach werden, weil an sich ist halt der Kampf eigentlich so gedacht, dass man halt auf sie draufspringen sollte und das ist nämlich auch sehr viel einfacher. Aber ich muss mir immer schön die Rubine krallen und sie dann auf sie schmeißen. Vor allem ist es eben, das hat der Tipp hier auch gerade schon erwähnt, ist es so, dass wenn ich sie einmal treffe, oder wenn sie an der Decke ist, muss ich erstmal wieder nach unten holen. Genau. Und wenn ich sie jetzt einmal treffe, was aber auch schon nicht so einfach übrigens, wenn ich sie jetzt einmal treffe, wenn ich sie einmal, ich habe schon Probleme, wie ihr merkt, wenn ich sie jetzt einmal treffe, so, dann taumelt sie nämlich nur. Aber wie nur? Warum kannst du mich angreifen? Ich bin doch unverwundbar. Die Macht von Garf Knickwitz schützt mich. Hoho, haha. Und cha-cha-cha. Mit diesem Gesang breche ich den Bann. Der Schutzzauber ist weg. Jetzt wirf sie in den Dreck. Was? Wie konnte das passieren? Ich fühle mich so nackig. Wie konntest du nur? So, wie gesagt, jetzt taumelt sie eben nur. Und ich habe jetzt an sich noch keinen richtigen Schaden gemacht, denn sie hat ja auch Fragezeichen KP, weil sie hat nämlich keine richtige KP-Anzahl. Stattdessen müssen wir ihr alle Beine ausreißen. Und das schaffen wir, indem wir sie halt nochmal treffen, wenn sie gerade taumeln sollte. Und deswegen ist es auch dann mit der Challenge wirklich nicht einfach, da ich eben halt erstmal einen Rubin brauche, um sie überhaupt dann irgendwie zum Taumeln zu bringen. Und dann danach halt dann gleich nochmal einen, um ihr dann auch wirklich Schaden machen zu können. So, okay, Nummer 1. Und jetzt nochmal. Und jetzt habe ich erst Schaden gemacht. Und jetzt ist ein Bein weggebrochen. Und wenn alle 6 Beine weg sind, haben wir gewonnen. Und jetzt kommt das so ein Attack. Am besten hier irgendwie ausweichen. Hilfe. Übrigens, so sieht es dann 3D aus, der Kampf hier. Ist auch ein sehr interessanter Kampfschauplatz, da wir eben wirklich auf dem Klo kämpfen. Aber was soll's. Ich wollte trotzdem vielleicht dann hier für den Rest des Kampfes dann Peach nehmen, dass es mit ihr noch ein bisschen einfacher sein dürfte. Weil ich eben mit ihr mich auch schützen kann. Okay. So, und Mimi wird auch übrigens natürlich im Verlauf des Kampfes ein bisschen stärker, da sie auch schneller dann wird. Also, das wird nicht so einfach werden, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Sollen wir mal kurz warten, bis dann gleich wieder ein zweiter da ist zumindest. Ja, genau. So, dann Nummer 1. Aber wie ihr schon merkt, zu treffen ist nicht so einfach. Da hier Mimi, weil sie sich auch währenddessen bewegen kann. Okay, und bam, sehr schön. Zweiter Treffer und das 6. Bein ist weg. Gut. Man kann übrigens, glaube ich, sogar auch in sie schützen.
Yay, einfach mit dem Rubin in sie reinspringen. Jetzt habe ich es nochmal dann wirklich exemplarisch sehen können. Ich bin wirklich mit dem Schirm hier komplett unverwundbar. Also egal, was die Gegner machen, die können Peach da nichts anhaben währenddessen. Das ist total OP. Einfach nur bam. Aber ich liebe es auch deswegen total. So. Am besten dann gleich wieder will ich sie nach unten erstmal locken. So. Einmal treffen, dann kommt sie nach unten. Genau. Dann nochmal treffen, um sie zum Taumeln zu bringen. Warum nervt mich jetzt mal die eigentlich? Das hättest du wohl nicht gedacht, dass ich es bin, die zuletzt lacht. Dank meinem Hochruf, du wirst sehen, wirst du noch um Gnade flehen. Jetzt ist der andere Rubin nämlich weg. Toll, jetzt kann ich hier keinen Schaden mehr machen. Da kann man übrigens, das will ich nochmal kurz zeigen, man kann jetzt auch Mimi greifen. Das wollte ich ja eigentlich schon im letzten Part machen. Aber da ging es ja nicht, weil sie ja da noch unverwundbar war anscheinend. Aber jetzt dann dürfte es gehen. Ich will es mal kurz zeigen, wie gesagt. Genau, ich kann sie eben hier greifen und durch die Gegend schmeißen. Yay. Aber wirklich viel Nutzen hat es nicht. So, ich glaube, ich kann auch einfach in sie reinspringen, ne? Das geht auch, genau, okay. Sehr schön. Und dann nochmal. Bam. Gut, also bisher habe ich jetzt noch keine so großen Probleme, das stimmt schon. Aber dennoch muss man auf jeden Fall bei ihren blöden Rubinattacken dann gut aufpassen, das ist ganz klar. Und vor allem wird sie jetzt eben dann mit jedem Mal, wo sie ihre Beine verliert, dann auch ein bisschen schneller. Und deswegen, ich muss da jetzt dann in Zukunft noch etwas genauer zielen, um sie dann noch treffen zu können, weil ich ja mit dem Zielen auch bisher sowieso schon meine Probleme hatte. Also, wird nicht so einfach werden jetzt noch der Rest, aber das schaffen wir schon irgendwie. Jetzt erstmal nach unten holen. Und dann nochmal treffen. Und dann einfach reinlaufen in sie. Genau, das geht auch ganz gut. Einfach reinlaufen dann. So, und ich finde es übrigens auch sehr, sehr eklig, wie dann ihre Beine dann hier noch einfach im Boden irgendwie stecken bleiben oder so. Aber na gut, was soll's. So, neue Rubine hätte ich gerne. Aber du gehst mehr nach oben. Nee, lass mal. Okay, also da hat es vielleicht schon einen Sinn, dann sie zu greifen, weil ich wollte sie jetzt nämlich gerade davon abhalten, nach oben zu gehen. Und da kann man dann auf jeden Fall sie schon sinnvollerweise vielleicht greifen. Also habe ich den anderen zerstört, da verdammt. Aber ansonsten bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich so sinnvoll ist, dann immer sie wieder zu greifen. Ich glaube nämlich eher weniger. Und jetzt treffe ich wieder nicht. Na Gott, na, jetzt hat sie mich getroffen, verdammt nochmal. Mann, er ist echt nicht so einfach hier. Vor allem, weil die Rubine eben auch im Boden stecken bleiben und weil sie eben dann auch im Weg sein werden. Also muss man echt aufpassen. Jetzt habe ich wieder drüber geworfen. Aufpassen, aufpassen. Ja, also jetzt merken wir schon, jetzt wo sie so schnell ist, ist es echt nicht so einfach, dann sie zu treffen. Und warum nervt sie eigentlich mal wieder? Los, Feste, unser Team ist das Beste. Aber ich habe noch bekommen. Okay, gut. So. Und dann noch ein weiteres Leben. Und wie gesagt, das könnte man sich auch sehr viel einfacher machen, den Kampf, wenn man halt einfach auf sie draufspringen würde, ne? Und dann ist sie nämlich auch wieder kein Problem. Und dann kann man auch diesen Bosskampf wieder halt in einer Minute oder sowas dann abschließen. Einfach halt dann insgesamt 12 Mal quasi auf sie draufspringen. Eben immer jeweils 6 Mal zum Taumeln bringen. Und dann noch 6 weitere Male, um sie dann halt, oder halt um dann immer ein Bein abzureißen, ne? Und dann war es auch schon. Deswegen, ne? Also so ist dann der Kampf auch wieder sehr einfach. Aber mit dann dieser Rubinwerftaktik wird es um einiges schwieriger. Aber jetzt vielleicht könnten wir sie bekommen. Ja, das war knapp. Können wir sie bekommen? Und das war's. Puh. Mimi, aber wie unmöglich, wie nur. Aber trotzdem war die Challenge jetzt, würde ich sagen, ein bisschen einfacher als die erste gegen Low-Cost, würde ich mal behaupten. Aber es werden dann auch noch ein paar weitere Challenges kommen, die noch schwieriger sein werden als jetzt dann die oder auch als die erste. Aber mal gucken, wie das dann so sein wird. Glaubt ja nicht, dass ihr mich endgültig besiegt habt. Das nächste Mal habt ihr weniger Glück. Denkt daran, ihr Flaschen. Tschüss. Puh. Mimis Plan in Trümmern liegt. Das reine Herz ist sicher, das Böse besiegt. 1500 Jahre warteten wir und versteckten das reine Herz hier. Diese Pflicht ist nun getan. Oh, welch Glück uns widerfahren. Doch ehe wir hier fertig sind, muss ich noch was berichten, geschwind. Mit dem lichten Prognostikon seid ihr vertraut und habt auch schon mal reingeschaut. Es heißt, meine Vorfahren und ich warten mit dem Herz auf dich und dich. Doch etwas stand geschrieben nicht, drum bringe ich jetzt etwas Licht. Das dunkle Herz zu schlagen, müssen stets 4 Helden wagen. 4 Helden erstrahlen, vertreiben mit ihrem Licht alle Qualen. Das ist, was man prophezeit. 4 Helden beenden alles Leid. 4 Helden? Mario und Peach, ihr 2, seid bei den Helden mit dabei. Findet fix die anderen 2, beendet so die Barbarei. Um zu lindern die Irritation, ich denke, ihr kennt die beiden schon. Wer könnte das wohl sein, die anderen beiden Helden? Mehr zu sagen gibt es nicht, und jetzt erfülle ich meine Pflicht. Ich gebe es euch ohne Schmerz, nehmet es nur, das reine Herz. Das werden wir. Dankeschön. Yeah! Du hast ein reines Herz erhalten. Sehr schön, schon das 3. insgesamt.
Ende des Kapitels. Mimi, die Gehilfin von Graf Knickwitz, hatte Mario und Co. eine böse Falle gestellt. Aber dank Merlee konnte sie Mimi besiegen. Doch wer waren die beiden anderen Helden, von denen Merlee gesprochen hatte? Noch 5 Herzen. Mario wusste, dass das Abenteuer gerade erst begonnen hatte. So, ich speichere sogar mal. Ja. Und wieder mal bei den Bösen. Ich habe gerade ein kurzes Meme von Mimi erhalten. Es lautet, ich habe versagt, kläglich sogar. Das ist der ganze Text. Selbst die von mir verliehenen Kräfte haben also nicht ausgereicht. Die Helden aus dem lichten Prognostikon. Nachkommen dieses uralten Stammes. Ihre Stärke wächst. Graf Knickwitz! Ja, wieder? Bitte, Graf, darf ich Ihnen auf die Glocke hauen? Bitte, bitte! Ich mach die Bande fertig. Die schreien danach, nach ihrer Mama. Oh, Clock, du glaubst also, dass du für eine, Mission bereit bist? Dann bist du also mit dem, Bericht über deine Unzulänglichkeiten fertig? Ja, ich bin schon fast fertig. Muss nur noch das Ende schreiben. Und 1000 Seiten sind auch kein Pappenstiel. O'Clock braucht da mal eine Pause. Ach, der Arme. Beruhige dich, O'Clock. Zeit für eine Pause. Diesmal entsendet der Graf... Dementio, komm zu mir, Graf Knickwitz. Und schon bin ich da, wie ein Windsturm bei einem Kindergartenpicknick. Du würdest doch bestimmt gerne spielen, Dementio. Das lässt sich arrangieren, aber enttäusche mich nicht. Fertige diese Helden ab. Euer Wunsch ist mir Befehl. Zudem hört sich das nach einer spaßigen Sache an. Wenn sonst nichts mehr ist, mache ich mich mal auf den Weg. Ich empfehle mich, Graf. O'Clock, dein Bericht. Du erinnerst dich doch noch, oder? Bericht? Was zum... Oh, der Bericht. Und weg bin ich. Graf, darf ich euch kurz über das Aktuellste aus der Burg Bericht erstatten? Einige wenige wehren sich noch, aber das Problem haben wir bald im Griff. Diese Helden versuchen, diese erbärmlichen Welten zu retten. Aber ihre Versuche werden vergebens sein. Niemand kann Graf Knickwitz aufhalten. So wie auch niemand den Sturm in meinem leidenden Herzen lindern kann. Okay, sehr interessant. Und Luigi! Oh, mein Kopf. Hey, wo bin ich? Oh, ich erinnere mich. Ich wollte die Prinzessin retten. Das habe ich wohl verpatzt und... Bist du wach, grüner Mann? Goombas! Ja, hallo ihr, Bösewichter? Alles klar bei euch? Ja, uns geht's ganz gut. Gut, dass du unverletzt bist. Hat er angenommen, er wäre erledigt. Das ist auch so cool jetzt übrigens, das Gespräch hier mit Luigi und den Goombas. Ja, komische Situation. Habt ihr die Prinzessin und Bowser gesehen? Leider nicht. Du bist der Einzige, den wir hier gefunden haben. Hoffe, es geht ihnen gut. Wen interessiert schon, wie es dieser Prinzessin geht? Scheint, als wären die meisten Lakaien gefangen worden. Und wir sind auch bald dran. Wieso bleibt dieser Typ so ruhig? So, Luigi, alter Freund, was hältst du davon, hier die Fliege zu machen? Wir hatten gehofft, du könntest uns einen Fluchtweg öffnen. Und dann könnten wir fliehen. Zusammen natürlich. Ja, Nonno? Nein, ich, das kann und darf ich nicht. Ich muss die Prinzessin retten. Wow, das hätten wir nicht erwartet. Die Geschichten der kühnen Heldentaten. Wir dachten, du wärst der Verteidiger der Schwachen. Wir haben doch niemanden. Kühne Heldentaten? Verteidiger der Schwachen? Ich? Dann habe ich keine Wahl. Luigi zur Rettung. Meine Fans brauchen mich. Du bist der Beste. Das war einfach. Was für eine Hohlbirne. Das ist so cool. Wir sind dicht hinter dir und machen es aus dem Staub, sobald es eng wird. Dann folgt mir, tapfere Goombas. Und los geht's. So. Wir dürfen dann als Luigi spielen mit den Goombas hier. Kann ich auch mit denen reden nochmal? Ich glaube schon. Und es wird noch häufiger vorkommen, dass sie auch dann so lustige Texte sagen. Diese Tür ist der einzige Weg nach draußen. Los! Wird das heute noch was? Und ja. Der großartige Luigi ist besser als 100 Kettenhunde. Naja, besser als nichts. Okay. aber ich würde dann erstmal sagen, Leute, Luigi kann cool springen. Ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Super Paper Mario. Beim nächsten Mal geht's dann hier noch mit Luigi dann ein bisschen bei den Bösewichtern hier weiter, wenn dann er und die Goombas versuchen, dann hier irgendwie zu entkommen.
Und wie gesagt, das merkt er jetzt auch schon, dass jetzt dann zwischen den Kapiteln, dass ich dann da immer an verschiedenen Stellen irgendwie die Parts beenden werde. Halt, während wir in einem Kapitel sind, möchte ich halt wirklich die Struktur so aufrechterhalten. Aber zwischen den Kapiteln ist es auch ein bisschen chaotischer, sage ich jetzt mal, weil es halt da auch jetzt nicht unbedingt immer diese eine selbe Struktur haben wird. Und deswegen möchte ich jetzt dann mal hier eben den Part beenden und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Und mal gucken, was dann hier Luigi mit den beiden Goombas, die ihn jetzt nur so halb mögen, irgendwie, was dann die drei hier noch so alles erleben werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.